Hello Tomato, willkommen zur weiteren Folge von Brawl Stars! Ich weiß nicht, was aktuell los ist, aber wenn ich mich vorbeuge, bin ich im Glitzer. Ich weiß nicht, was aktuell los ist, aber mein Shop ist einfach komplett krank. Denn seit, ich glaube, 4 Tagen war einfach jeden Tag mindestens eine Star Power im Shop, die ich mir kaufen kann. Ich meine, das ist guter Content, das ist interessanter Content, das ist was Neues für mich im Spiel. Und natürlich hole ich mir die Star Power vom Bull. Die macht, dass Bull doppelt so schnell nachlädt, nachdem er unter 40% Leben gekommen ist. Bam! Und falls ihr übrigens neue seid, mir fehlen noch, ich glaube, 500 Abonnenten, dann sind wir bei 110.000 Abonnenten. Und ungefähr die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video hier hat noch nicht abonniert. Und deswegen, falls ihr neue seid, ihr könnt mal ein Abo da lassen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Aber ich habe mir gedacht, für die Folge heute spielen wir ein bisschen mit Bull in jedem Modus. Denn der Schaden, den Bull jetzt rausholen kann, ist, glaube ich, wirklich krank, weil er halt einfach ultra schnell schießt. So, ich würde sagen, wir fangen in Takedown an. Takedown hat mir ja mal mega viel Spaß gemacht, aber aktuell, ich mag Takedown nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag Takedown einfach nicht mehr. Habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht, warum ich Takedown nicht mehr mag und warum ich denke, dass Takedown verbessert werden muss. Ich habe exakt einen Zuschauer, der das nicht so sieht, ansonsten sieht das jeder genauso. Oh, warum? Dritter. Wir sind dran, wir sind Zweiter, aber... Nein, 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 nicht weg. Jesse, lass es doch! Du Esel! Okay, jetzt habe ich meinen Dash am Start, das ist gar nicht schlecht. Das heißt, wenn er wegsprinten sollte... Ich habe die Möglichkeit... Oh, ich habe einmal auto-aimed auf den Colt. Bedankt sich der Colt, damit, den er mich einfach dreimal angreift, statt den Roboter. Aber wenn jetzt der Schaden kommt, können wir noch Erster werden. Runter, runter wieder. Nein, nein, nicht weg, nicht weg, nicht weg. Nicht weg, nicht weg. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Ja, 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 schön. Schön. Das kann sein, das kann sein, das kann sein. Autsch, Schaden gefressen, komm, Roboter, Roboter, Roboter. Nein, ich glaube, der Dash gleich weg. Oh, das ist ja kacke. Ich habe den die ganze Zeit getankt. Es bringt nur halt einfach nichts. Weil es ist cool, dass ich einen unverwundbaren Roboter für 60 Sekunden tanken kann und meine Ecke halten kann. Aber das bringt mir nichts. Wisst ihr noch damals, als Takedown Spaß gemacht hat? Wisst ihr noch damals, als der Unverwundbarkeitsschild nicht immer genau dann gekommen ist? Wenn es gerade scheiße für einen war. Der Abfallmodus, okay. Machen wir Kopfgeldjagd. Ein ganz normaler Modus, der spielbar ist, wo es auch darum geht, wer der Bessere ist und nicht, wer mehr Glück hat mit einem wegdashenden Roboter. So, Penny, du bist matsch, wenn der Jean mitspielt. Ja. Yep. Ich habe jetzt die Penny von oben überrascht, nach unten gedrängt und Jean konnte dann etwas Schaden raushauen. So. Zieh mal vielleicht jemanden ran, das wäre ganz lustig. Mach mal deinen Grab. Mach mal deinen Grab auf den... Ja. Stark. Ich verteidige dich. Schön. Ja. Die Combo Jean und Bull ist tatsächlich relativ stark. Machst du mal einen Grab? Ich bin bereit. Ja. Ja, das ist ja richtig stark. Bisschen zu gierig jetzt vielleicht? Das war zu gierig, ja. Wäre ja nicht unverwundbar gewesen, hätte ich wahrscheinlich dem Mortis noch eine Kugel reinballern können, beziehungsweise eine Ladung. Das wäre viel Schaden gewesen. Oh, stark. Der Jean macht das gut. Ich mag den Jean. Wir recken hier schön ein bisschen. Schön, Jean. Schön. Ah, schade, der Grab ging daneben. Ich mach's mal so. Das ist nice. Mann, seht ihr, Leute? Ich hab Spaß. Man kann Spaß haben, wenn man diese Spiele spielt. Und das könnt ihr auch. Spiel einfach nie wieder Takedown. So, ich mach mal Stress. Zu viel, zu viel, zu viel. Oh, ich lebe noch. Oh, ich hätte wegdashen können, hätte ich noch gelebt. Ich gedacht, ich komme von alleine weg. Das war zu viel Risiko. Aber ey, ich habe 2 Kills gemacht, glaube ich. Nein, Mortis, du machst nichts. Schön. Wir müssen jetzt auf den Münzschuss aufpassen von der... Ne, müssen wir nicht. Sie ist tot. Sie hat sich schon beschützt. Sie hat sich schon beschützt. Mit dem Geschütz. Das war gut. Was haben wir? Das haben wir. Ja. Mortis, das wird leider nichts. Hier unten ist eine Schelle. Was versuchst du? Hat der... Hä? Hat er gerade versucht, hat gerade der Mortis versucht, eine Shelly und einen Bull im Nahkampf zu killen? Wenn ja, nicht die klügste Idee, die ich heute gesehen habe. Ungefähr so klug wie meine Idee, Takedown zu spielen. Ich werde am Ende der Folge nochmal Takedown spielen. Ich will es noch eine Chance geben. Okay, machen wir Brawl Ball. Aber jetzt flutscht es ja. Ab jetzt geht's ja voll klar. Oh, die Gegner haben genau mein Frühstück. Wenn ich einmal rankommen müsste, die Gegner sind genau mein Frühstück. Wenn ich einmal rankommen müsste, müsste ich die so wegknallen alle. Hat Bibi gerade irgendwie 5 Treffer von Jesse geschluckt und hat kein Problem damit. Mal Vorschlag an Bibi. Nicht treffen lassen so hart, bitte.
Okay, so. Oder der. Das ging ja voll daneben, mein Rutscher. Okay, ja, die Bibi ist wieder tot. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Obwohl sie einen Speedboost hat. Die müssen auch. Sie hat den ersten Schuss ausgewichen heute. Gratulation. Gratulation, Bibi. Ah, ihr habt wieder geschluckt. Ich kann einfach durchballern, oder? Der will jetzt mich mit seinem Super stoppen, der Rico. Ja, Ricos supern einfach immer, wenn sie nicht supern sollen. Ich hau ihn weg. Oh, nee, okay, schade. Oder vielleicht kommt die Bibi durch. Nein, schade. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr. Oh, jetzt ist aber viele Wände sind weg. Mit einem Superschuss könnte man da gute Dinge anstellen. Ich duck das einfach den Schaden. Ich duck das einfach. Bibi, bist du. Bibi, wenn du siehst, dass ich rechts angehe, wieso. Es tut mir leid. Ich will die Bibi ja nicht so dissen. Aber dafür müsst ihr halt mal aufhören, alles falsch zu machen. Okay, das war jetzt stark. Das war jetzt stark. Sorry, sorry, das war jetzt stark. Die hat die Piper, die den Ball hatte, mit Ball ins Tor gesmackt. Das war stark, habe ich noch nicht gesehen. Das war ein ziemlich cooler Move. Shoutout. Die jumpt jetzt. Ich bleib mal hier. Bereit zu smacken. Okay, ich gehe jetzt einfach durch. Nee, ich geh nicht durch. So. Und bam. Und so. Easy win. Und ja, der eine Smack von der Bibi war stark. Ich will mir vornehmen, häufiger auch das hervorzuheben, was gut gemacht wird. Weil das Negative fällt natürlich mehr auf. Ich krieg 100 Kommentare am Tag. Davon sind 99 gut. Und das ein Kommentar, der so ein bisschen negativ ist, wo gesagt wird, ja, das fand ich jetzt nicht so gut. Dann ist der negative Kommentar, der hängen bleibt. Und so ist natürlich auch in der Runde. Das Positive oder das, was okay gemacht wird, das wird so ein bisschen immer ignoriert. Und das, was schlecht ist, da schlage ich mich oft drauf und das will ich ein bisschen ändern. Deswegen, ey Bibi, das eine war ganz gut. Oh, wir haben zwei Nahkämpfer. Auf der Map nicht unbedingt gut. Nicht unbedingt gut. Ich versuche mal ran zu pushen zumindest. Ja, gut. Okay. Oh, ich habe ultra geschluckt. Der Dean aber auch. Okay. Schön rosa. Schön. Jetzt kann der Quo da ein bisschen Stress machen. Ich mache von oben Stress. Nein, Quo, wenn... Ja. Schön. Wenn ich von oben komme, dann muss der Teammate von unten kommen. Wenn ich von unten komme, muss der Teammate von oben kommen. Relativ... Ich hab doch 90 AP hat der! Ich hab den Dash doch gedrückt! Wieso wurde der nicht ausgeführt? Oh, den Juwelen da oben konnte ich nicht einsammeln. Das Juwel konnte ich nicht einsammeln. Weil der Jean war in Reichweite, der hat mich wahrscheinlich gekillt. Oh, schöner Jump. Schöner Jump, Bro. Schön, schön, schön. Oh. Gut. Das war gut von Rico. Aber ich hatte ja keine Juwelen, deswegen war es im Grunde egal. Da konnte ich auch der Kugelschwamm sein. So. Jetzt wieder. Ich fange Schüsse ab. Das ist okay. Schüsse, die auf mich ballern. Oh, oh Gott. Oh Gott. Der will mich graben, hat es aber verhauen. Schüsse, die auf mich feuern, können die nicht auf Gegner feuern. Das ist ganz gut. Ich bleib mal einfach hier. Oder ist die andere Seite vielleicht besser? Okay, andere Seite ist besser. Ja, Bibi, lauf nicht bitte genau hinter mir. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Ja. Bam. Schön alle bambuselt. Die kriegen mich nicht. Ja. Schön. Wir müssen jetzt noch einen Solo-Showdown gewinnen. Dann haben wir theoretisch jeden Modus einmal gewonnen. Duo-Showdown und Solo-Showdown zählt für mich als eins. Sehen manche Leute nicht, aber ist für mich dasselbe. Müsste auch brutal einfach sein, einen Solo-Showdown hier zu gewinnen. Als Bull im Energiemodus ist ja easy, ernsthaft. Easy. Der Mortis will alle Kisten in der Mitte haben. Hätte ich was dagegen, ehrlich gesagt. Ja. Yep. Jetzt sind wir gleich noch geboostet und dann kommt der richtig krasse Schaden. Ich stopfe mal da den Cold. Ja. Yep. Danke, Crow, für die Hilfe. Ja. Gut, dass du nur weggesprungen bist. So. Ich stopp uns hier die Kiste kurz. Ich mache jetzt 5000 Schaden. Wir haben 10 Cubes. Ich mache jetzt dann wie viel? Eine Menge. Oh, hockt ihr mit dem Gras? Nein. Ja. Schön einmal ausgewichen. Der wird jetzt gleich super bestimmt. Okay, er geht da unten rum. Soll er machen. Stoppen uns hier das. Es leben noch so viele Leute. Bin ich der Einzige, der bis jetzt was gekillt hat, diese Runde? Das ist auch Matsch. Wie viel habe ich gekillt? Ich glaube, ich habe drei Gegner gekillt. Also ein anderer Spieler hat auch noch einen Kill gemacht.
Ansonsten war nur ich das und trotzdem würde ich Minus machen diese Runde, wenn ich jetzt sterben würde. Obwohl ich jetzt den größten Anteil in dieser Runde hatte, dass die Runde ansatzweise erfolgreich... Oh, nein, nicht. So, danke. Okay, du musst jetzt eine Piper im Busch, die, glaube ich, geboostet ist, deswegen warte ich mal. Ja, sie ist geboostet. Das wird sehr wehtun. Sie ist nicht mehr geboostet. Jetzt tut's... Ah, hallo, ich bin den Schuss doch ausgewichen gerade. Okay. So. Piper jumpt jetzt weg. Und ist wieder tot. Bam. Ja, locker. Ist der gut? Rosa ist geboostet. Die Rosa ist geboostet. Jetzt nicht mehr. Er ist richtig energetisch auf mich gerannt. Und dann gemerkt, ah, der Boost ist weg. Okay, ciao. Ja, Rosa, das gibt nichts. Sorry, das gibt nichts. Auch wenn du hinter der Wand stehst, ich dash einfach jetzt zu dir. Und das war's. Ja. Check. Das lief richtig gut. Der Modus ist kaputt. Der Modus ist richtig dumm. Ist einfach so dumm, der Modus. Die Star Power ist sehr, sehr lustig. In kniffligen Situationen haut man halt ein, zwei Schüsse mehr raus. Und das macht mich auf jeden Fall stärker. Die Schildfähigkeit wäre vielleicht sogar ein bisschen besser gewesen für Takedown. Aber ich nehme jetzt erstmal den Berserker, so wie es kommt. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.